Die Schlosskonzerte sind Teil der Identität von Laxenburg. Schirmherr, Altbürgermeister Heinrich Schneider, wurde von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beim hochkarätigen Konzert von Academia Allegro Vivo für sein jahrzehntelanges Wirken geehrt. Es gibt heute ein sehr schönes Programm, und zwar Herr K.D. Missach mit seinen Kindern stehen sozusagen im Mittelpunkt. Es ist zunächst eine Mozart-Serenade und dann das berühmte Doppelkonzert für zwei Violinen von Johann Sebastian Bach. Ein Stück von Werner Pirchner, das den eigenartigen Titel hat, Konzert für zwei Violinen ohne Orchester. Und nach der Pause dann die Serenade von Dvořák, die Streicherserenade von Dvořák. Sie haben diese Konzerte 37 Jahre jetzt initiiert, getragen, mit begleitet. Steht ein neuer Schritt bevor? Ja, und zwar ein sehr erfreulicher, aber das war gar nicht meine Idee, das möchte ich immer wieder betonen. Sondern ich habe dem Herrn Bürgermeister Dienst vor etwa einem Jahr gesagt, dass ich gedenke aufzuhören. Und es war dann nach ungefähr einer Woche, dass er mich angesprochen hat und gesagt hat, du, der Geeignetste wäre doch dein Sohn Bernhard. Und der ist insofern wirklich geeignet, als er ja viel mehr in der Szene ist als ich, als Berufsmusiker, als Chordirektor an der Grazer Oper. Und hat also sehr viele Verbindungen, und zu meiner Verwunderung hat er hier wirklich sozusagen Feuer gefangen und mit großer Werf und großem Engagement hier ein tolles Programm für die nächste Saison zusammengestellt. Das Konzert heute hat sicherlich natürlich einen ganz besonderen Charakter. Wir sind am Ende der 37. Spielsaison. Wir haben heute das letzte Mal unseren Altbürgermeister Professor Magister Heinrich Schneider als künstlerischen Leiter am Werk, und in weiterer Folge wird sein Sohn Magister Bernhard Schneider übernehmen. Aber es wird eine traditionell gute Fortsetzung werden, und wir haben mit dem Schlosstheater hier schlicht und ergreifend bestes Ambiente bei bester klassischer Musik. Herz, was willst du mehr für Laxenburg? Laxenburger Schlosskonzerte sind ja äußerst bekannt und berühmt hier in der Region und ein Highlight im Kulturkalender Niederösterreichs, und vor allem heute das letzte Mal unter der Verantwortung von Altbürgermeister Magister Heinrich Schneider, wo ich auch Danke sagen will und den gläsernen Leopold übergebe als sichtbares Zeichen des Dankes.